Die Auswirkungen des Klimawandels treffen nicht alle Menschen gleich. Vor allem Indigene und People of Color spüren die Folgen des Klimawandels sehr viel stärker, da sie aufgrund von Diskriminierungen und Ungleichheiten stärker von Umweltkatastrophen betroffen sind und nicht in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. In Nordamerika zum Beispiel treffen die Auswirkungen besonders ärmere Communities, die hauptsächlich auf People of Color bestehen. Sie sind besonders stark betroffen, da sie durch den strukturellen Rassismus immer weiter an den Rand der Gesellschaft getrieben werden. Sie werden beim Job, in der Schule und auch bei der Wohnungssuche diskriminiert, sodass für sie oft keine andere Möglichkeit besteht, als in Gemeinden zu ziehen, die neben Raffinerien und Kraftwerken liegen. Also in solche Gemeinden, wo keiner leben möchte. Sie werden durch den strukturellen Rassismus dazu gezwungen, die vergiftete Luft von eben solchen Kraftwerken und Raffinerien einzuatmen. Deshalb sind auch die Raten von Atemwegserkrankungen und Krebserkrankungen in den Gemeinden von People of Color sehr viel höher als in anderen Gemeinden. Afroamerikaner haben 3-mal so hohes Risiko, an Luftverschmutzung zu sterben, als die durchschnittliche amerikanische Bevölkerung. Auch indigene Bevölkerungen gehören zu den Gemeinden, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, da sie oft in fragilen Ökosystemen leben. Zudem sind sie auf die Natur und ihre Ressourcen für ihre Lebensgestaltung, Medizin und kulturelle Identität angewiesen. Es ist somit klar zu erkennen, dass Indigene und People of Color besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Der Klimawandel darf jedoch Rassismus nicht verstärken. Es darf kein Privileg sein, nicht so stark vom Klimawandel betroffen zu sein. Deshalb fordern wir die Regierungen auf, den Klimaschutz solidarisch und gerecht zu gestalten und besonders die Gemeinden beim Klimaschutz mit einzubeziehen, die besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Indigene und People of Color müssen besonders vor dem Klimawandel geschützt werden und Unterstützung finden, wenn sie durch Unwetter ihr Zuhause verloren haben. 2010 veröffentlichte Amnesty International einen Bericht, in dem deutlich wurde, dass die Behörden in New Orleans nach dem Hurricane Katrina 2005 die ärmeren Gemeinden und vor allem People of Color im Stich gelassen haben, sodass sie keinen gerechten Zugang zu einer angemessenen Unterbringung und zum Rechtssystem hatten. Anstatt dass das Wiederaufbauprogramm den Menschen zu einem neuen, würdevollen Leben geholfen hat, hat es weiter die Diskriminierung und Ungleichheiten von People of Color verstärkt. Rassismus muss in allen Strukturen unseres Staates dekonstruiert werden. Wir dürfen Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz geben und müssen Rassismus persönlich nehmen. Immer mehr Indigene und People of Color setzen sich für ihre Rechte ein und demonstrieren zum Beispiel auch gegen Landraub. Doch ihre Stimmen werden oft überhört. Es wird vor allem weißen KlimaaktivistInnen eine Plattform gegeben. So wurde zum Beispiel auch Vanessa Nakate, eine Klimaaktivistin aus Uganda, von der Nachrichtenagentur AP bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums aus einem Foto mit 4 weißen KlimaaktivistInnen ausgeschnitten, wie die FAZ berichtete. Nakate teilte daraufhin das Originalbild und das abgeschnittene Bild bei Twitter und schrieb, ihr habt nicht nur mich aus diesem Foto ausradiert, sondern einen ganzen Kontinent. Wir fordern, dass besonders den KlimaaktivistInnen zugehört wird, die am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Der Klimaaktivismus darf Diskriminierungen nicht verstärken, sondern sollte sie reduzieren und nicht zu weiteren Menschenrechtsverletzungen führen. Die Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, sollen ausreichend darüber informiert werden und in die Entscheidungsprozesse über ihre Zukunft mit eingebunden werden. Denn Klimaschutz ist Menschenrechtsschutz.